Herzlich willkommen zum Thema Windelfrei und Babyschlaf in der Internationalen Windelfreiwoche 2019. Ja, oft hört man ja von Verwandten und Bekannten, dass das Trockenwerden nachts viel schwieriger ist und viel länger dauert. Für Windelfrei gilt das nicht unbedingt. Man kann das Baby von Anfang an auch nachts abhalten und somit kann es schon sehr früh mit deiner Hilfe trocken sein. Wie das funktioniert, was eine nächtliche Unruhe beim Baby im Übrigen mit deinem Ausscheidungsbedürfnis zu tun haben kann und wie du deinem Baby dabei helfen kannst und natürlich auch, was du dabei zu beachten hast, das erzählt dir Katharina Labudova. Viel Spaß mit Windelfrei und Babyschlaf! Liebe Mama, lieber Papa, ich bin Katharina Labudova, artgerecht und Windelfrei-Coach und Trageberaterin. Heute möchte ich über das Thema Windelfrei in der Nacht sprechen. Sicherlich kennst du diese Situation. Du bist ganz müde, möchtest schlafen, aber dein Baby wälzt sich, schläft unruhig. Du hast schon vieles probiert, die Temperatur hat sich nicht verändert. Das Baby fühlt sich sicher und geborgen ein. Hunger kann das auch nicht mehr sein. Hast du vielleicht daran gedacht, dass das Baby mal muss? Ich bekomme viele Rückmeldungen, dass seitdem die Eltern in der Nacht abhalten, die Nächte sind besser und entspannter geworden. Die meisten Babys entleeren sich in der Tiefschlafphase nicht. Die haben oft einen festen Rhythmus. Oft ist das nur 2 bis 4 Mal in der Nacht und das Beste, die meisten Babys müssen mal beim Stillen oder nach dem Stillen. Ich möchte dir noch ein paar Tipps auf den Weg geben. Bereite dich gut vor. Besorge dir winterfreie Kleidung. Habe Topf oder Abhaltegefäß und mehrere Handtücher griffbereit. Halte das Baby vor dem Schlafengehen ab. Beim Abhalten in der Nacht, bleib im Körperkontakt, dass die Temperatur sich nicht ändert und bewege das Baby so wenig wie möglich und entspanne dich. Wenn das mal nicht funktioniert, lass es sein. Schlaf hat immer Priorität.